Hallo und herzlich willkommen zu Evil Within 2, einer weiteren Episode. Ja, wir haben nur noch einen Schuss in unserem Sturmgewehr. Wir haben noch zwei Armbrustpfeile. Müssen jetzt die Treppe da hochgehen und ja, keine Ahnung, wie wir jetzt weiterkommen. Ich hoffe, dass wir noch ein bisschen Munition finden werden. Irgendwo. Ein Spiegel. Das könnte die Hoffnung sein. Bloß ich überlege mir gerade, ja, wenn wir da hin. Was ist das? Halten und hineinsehen. Machen wir gleich. Wir machen das gleich. Achso, das ist das. Der Spiegel. Den meint er damit halten und hineinsehen. Folgendes. Wir versuchen uns erstmal ein bisschen aufzupimpen. Wir können nichts mehr herstellen. Also Waffenteile haben wir nur noch 140. Wir haben ja keine Munition mehr. Das ist alles zu teuer. Feuerkraft. Das hat alles keinen Sinn. Das macht Sinn. So, Herstellung. Ja, hör mal auf, wir werden, ich glaube, die ist besser, ja. Dann haben wir da noch was. Moment, Kühlflüssigkeit können wir noch, die waren ja auch nicht schlecht, ne? Und zwar die Kältebolzen. Ach, wir können gar nichts mehr herstellen. Wir brauchen für alles. So, was haben wir jetzt hier? 13.750 Gel. Da bin ich ja mal gespannt. Detective Castellanos, schön, Sie wiederzusehen. Hallo, Tati. Tati, ich brauche Munition. Sie strahlen Kraft aus und Zuversicht. Naja, Zuversicht, ich bin Tati. Fest am Ziel und habe einiges gelernt. Ich will es ein für alle Mal beenden. Ich kann Ihnen helfen, aber... Aber was? Seien Sie vorsichtig. Sie haben viele Gefahren gemeistert, aber zu viel Gewissheit ist gefährlich. Er wird sich auf die dunkelsten Ecken Ihres Verstandes stürzen. Dann sollte ich mich dafür wappnen. Das Problem an der ganzen Geschichte ist... Wir brauchen mehr Munition. Und die Frage ist, hätten wir diese komischen Kriecher da mit der Axt erledigen können? Ruhige Hand brauchen wir nicht. Noch geringerer Rückstoß beim Schießen brauchen wir auch nicht. List brauchen wir nicht mehr jetzt, glaube ich. Das ist, deine Schritte verursachen noch viel weniger Geräusche. Das brauchen wir auch nicht. Im Moment, also weiß ich nicht. Was haben wir hier? Ausdauer. Steigere das Maximum an Ausdauer. Ich will jetzt ja gar nicht mehr flüchten. Das ist Chance, einem Angriff automatisch auszuweichen, der dich verletzt hätte. Funktioniert nicht bei allen Angriffen. Das ist immer so eine Sache. Ich weiß nicht. Heilung. Da gucken wir nochmal, ob wir da was gebrauchen können. Du regenerierst mehr Gesundheit, wenn du Heilgegenstände nutzt. Also noch mehr Gesundheit. Wir werden das... Hat das schon freigeschaltet? Das können wir gebrauchen. Das andere ist alles... Haben wir das jetzt voll gebraten? Ja, das ist voll. Das haben wir voll gemacht, ja. So, hier war nichts weiter zu holen. Wir haben hier noch einmal rotes Gel. 12.000, wir haben noch 6.000. 7.000. Können wir da noch irgendwas Sinnvolles mitmachen? Ja, nichts mehr natürlich. 6.000, geringer Rückstoß. Ja, wir werden es machen. Definitiv. 10.000. 5.000, Chance, einem Angriff automatisch auszuweichen, der dich verletzt hätte. Funktioniert nicht bei allen Angriffen. Regeneriert. Regeneration der Ausdaueranschlag. Das könnte man machen. List. List, ja, jetzt hätte ich es gemacht.
mit der du dich einem Gegner schneller näherst, um einen Schleichangriff auszuführen. Raubtier, ja. Das wäre nicht schlecht, ja, mit dem schneller. Weißt du was? Es ist doch egal. Es ist doch egal. Schlüssel haben wir nicht. Genau. So. Er speichert hier eh zwischen. Das heißt, wir brauchen wenigstens mal. Wir können hier trotzdem einmal abspeichern. Bevor wir weitermachen. Ich hätte ja gerne noch mehr Munition, also hergestellt. Wie gesagt, ich überlege immer noch, ob wir die Typen nicht hätten mit der bloßen Hand erledigen können. Ja, ich gucke mal, wie viel Munition wir noch haben. Jetzt geht's da rein. Verdammt, ey. 10 Schuss. 10 Schuss. Das ist das Einzige, was wir an Munition haben. Also ich weiß auch nicht, wie wir das je schaffen sollen. Ich habe keinen blassen Schimmer. Lilly, verdammt, ich will dich unbedingt kriegen. Nicht, wenn ich sie vorher töte. Warum glauben Sie, dass es diesmal anders wird? Weil ich 10 Schuss habe. Bis einer von uns tot ist. Kommen Sie. Möge das Gemetzel beginnen. Ich mach dich fertig mit meinen 10 Schuss Sturmgewehrmunition, Alter. Du wirst dich umgucken. Ich mach dich kalt. Ah, nerv. Da ist noch ein Armbrustpfeil. Und so ein doofer Pfeil. Da passiert gar nichts. Also sehr zuversichtlich bin ich wirklich jetzt gerade nicht. Aber cool sieht's aus. Trotzdem. Wäre ich begeistert, wenn wir ein bisschen mehr Munition gefunden hätten. Ich traue mich manchmal nicht über die Kerzen zu gehen, weil ich Angst habe, ich verbrenne mich. Hier liegt so ein unnützes Zeug rum. Ich brauche Schießpulver. Hier. Und ich brauche keine Sicherung, weil mit diesen Elektropfeilen kann ich, glaube ich, nicht allzu viel anrichten. So. Sturmgewehrmunition. Zack. Nächsten Punkt. Herr Lederitz. Ich muss erstmal gucken, was haben wir hier überhaupt noch. Ich muss mal ganz kurz reingucken. 0. Ich habe gar nichts mehr. Ich habe, glaube ich, noch ein Medpack. Einen Kaffee hätte ich trinken können, oder? Hätte ich dann Kaffee trinken können? Kaffeemaschine? Die stand da daneben an, ne? Ich hätte mich nochmal aufpippen können. Ich komme aber jetzt nicht mehr zurück, ne? Ne. Den Fehler habe ich gemacht. Kann ich da nochmal wieder rein? Ne, ist Quatsch, ne? Da in den Spiegel rein? Nö. Okay. Was habe ich jetzt verpennt? Ich hätte jetzt noch einen schönen Kaffee trinken können. Also mit der Gesundheit, das habe ich noch nicht ganz. Habe ich das jetzt gemacht? Ich bin jetzt gerade selber so ein bisschen aufgeregt. Römer, Landsleute. Okay. Schuss haben wir. Wahnwitz. Wahnsinn, den machen wir fertig. Den machen wir sowas von fertig. Das ist Sarkasmus pur. Wenn Sie die Verzweiflung
kosten möchten, können Sie das gerne tun. Okay. Du hast mir das angetan. Da schon wieder. Du hast mich nicht gerettet. Nein, Lilly. Kind. Alles okay, Süße. Ich werde es in Ordnung bringen. Ich hab dich so lieb, Lilly. So war es und so wird es immer sein. Und diesmal rette ich dich. Versprochen. Oder auch nicht. Er lässt es einfach nicht zu. Sie haben einiges von ihrer Schuld und ihrem Schmerz überwunden. Aber die Traumata ihrer Vergangenheit reichen tief. Ich weiß alles über sie. Weiß, was unter der Oberfläche liegt. Sie schöpfen aus einem tiefen Brunnen der Angst. Sie haben viele Schrecken erlebt. Und sie werden von ihnen verfolgt. Das mit 14 Schuss. Erinnern Sie sich an Beacon? Ach, Beacon, ja. Genau. Das war Evil Within 1. Yeah. Aber nicht, dass ich da jetzt schon wieder sie durchspringen erinnern muss. Sich daran. Oh, jetzt nicht die Munition verbraten hier, oder was? Oh nein! Oh nee, ne? Ach so. Nee, ne? Ich muss da weglaufen? Ich glaub das ja wohl nicht. Lauf! Glaubt das ja nicht. Jetzt renne ich hier die ganze Zeit in diesem anderen Level umher, oder was? Ich weiß gar nicht, wo ich hier hinrennen muss. Da hast du schon wieder ein Nächste. Oh. Ich hab diese Scheiße satt. Mach ihn fertig, Alter. Yeah. Und nu? Die Kettensäge. Und jetzt los, nochmal einen reinbraten. Ach so. Nimm die Kettensäge in die Fahrschule. Und? Ja! Yeah! Oder? Als würde mich das aufhalten. Du mach! Yeah! Oh nö. Ach so, wieder drücken. Oh, hier weißt du mir nicht, ob du Dauer tippen sollst oder Dauer halten sollst. Oh, what the fuck? Ey! Und? Was ist das denn, du? Ach so, sehr gut. Na. Oh, Nerv! Wo liegt der jetzt rum? Der kann sich auch gar nicht groß ausruhen. Der muss doch immer auf der Hut sein, dass er mal gleich wieder Aktionen vollführt. Nö. Oh, ne. Ja, was soll ich denn machen? Ein Quatsch, ey. Munition.
ist ja doof, Mann. Stromausfall. Ich habe keine Munition mehr und er hat Stromausfall am Kopf. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich hier hinrennen soll. Ich weiß auch gar nicht... Hallo? Null Schuss. Cool. Warte, ich komm. Macht er mit dem Wischlappen oder was? Das ist richtig. Warte, ich muss noch Munition mitnehmen. Oh, wieder ein Gelauf wie. Was denn nun? Scheiße. Was hat er denn für Munition gesammelt? Und? Wieso kann ich hier nicht abhauen? Oh, nervi. Die Stromschläge. Oh, nee. Jetzt kommt der Kopf doch noch angekrappelt, oder was? Da entsteht er jetzt wieder drauf. Und ich habe keine Munition. War klar. Oh, nee, die völlig durchgeknallte mit der Kettensäge da. Ja. Ich weiß gar nicht. Ich hab dich schon mal verbrannt. Ja, ich habe aber kein. Ach so, die habe ich ja noch. Was denn? Ich habe keine. Oh, nerv. Was denn? Oh, das hat ewig gedauert mit den Tassen. Gar nicht weg hier. Hatte ich noch Munition? Meine Herren. Wegen... Na. Was sind Sie? Ja. Ein Munitions... Du hast keine Munition mehr drin, Alter. Oh. Das hat er noch zu bieten. Ach, Myra. Myra? Gegen die muss er doch jetzt nicht kämpfen. In Sicherheit bleiben. Ja. Ich beschütze sie vor jedem, aber doch nicht vor mir. Das ist doch unser Kind. Du hast es geschafft. Er ist tot. Und ich habe kein... Nein! Gehen wir nach Hause. Nein! Oh, nerv! Die Macht des Kerns ist mein. Und nun müsst ihr aber jetzt langsam auch geerdet sein, ne? Oder? Ja. Oder kommt er nochmal wieder als die... Nee, das, denke ich, soll es gewesen sein. Myra. Lily ist jetzt sicher. Wo ist sie? Holen wir sie und dann raus hier. War nicht schon wieder das schleimige Schlürfmonster oder was hier? Krabbelt alles. Deswegen. Myra! Wer?
Wieso bin ich jetzt erledigt? Wo hätte ich jetzt hinreiten sollen? Ach so. Aber trotzdem, ein bisschen suspekt ist das ja schon, ne? Denn ich konnte ja nichts machen. Ich war unschuldig. Am Spiel geschehen. Myra. Guck, das ist das schlürfrige Schleimmonster wieder um uns herum, ne? Schnottri ist das. Aber er kann nichts machen. Geht das jetzt lang? Das war's. Und ich hab nichts. Hier nichts gut, da nichts gut, hier nichts. Ich hab nichts. Ach so. Präzisionsgewehrmunition. Na, wie toll. Flammenwerfermunition habe ich noch. Ein bisschen. Und Präzisionsgewehr. Oh, Nerv. Ach, der ist ja auch noch schwer. Das Ding hätte ich lieber gehabt. Das heißt, da kommt dieser Schlurfi. Also, ich muss mir jetzt erstmal die Tastenfunktionen merken hier. Gut, 4 und 6. Gut. Denn damit kannst du nicht rennen mit dem Flammenwerfer. Ja, und wo muss ich jetzt lang hier? Denn er kann ja nicht krabbeln hier. Da schlürft er wieder zurück. Wie cool. Ich muss jetzt hier nicht runter, ne? Ich könnte wetten, ich muss hier runter. Damit habe ich ja jetzt überhaupt nicht ge... Nee, ne? Nee. Nein. Nee, ne? Oh Gott. Nichts mehr übrig. Von diesem Ort ist fast nichts mehr übrig. Kapitel 15. Vor, das Ende dieser Welt. So. Ja, ich suche Myra. Myra. Aber bevor ich Myra richtig suche und finden will, muss ich ganz ehrlich sagen, ich brauche Munition. Und zwar dringend. Dringend. Dlingelnd. Dlingelnd Munition. Das ist aber schon cool gemacht hier. Muss ich jetzt mal so sagen. Das ist schon interessant gemacht. Ich habe keinen blassen Schimmer jetzt, wenn ich ehrlich bin. Springen kannst du hier eh nicht. Deswegen ist das hier sowieso Brust. Er hat hier nur einen vorgegeben. Also runterfallen kannst du hier, glaube ich, so nicht. Muss ich jetzt mal so sagen. So. Kann ich jetzt hier runterhüpfen? Hier soll ich nicht runter. Hier darf ich nicht und will ich nicht. Hier darf ich lang, ne? Also Schleimi, Slimer. Alles klar. Ich das doch wieder so ein Jump and Run gleich wieder, ne? Pass auf. Ach ne, hier ist ein... Uah! Gott, ey. Mann. Das ist aber nichts für meine Nerven hier gerade. Verdammt. Siehst du? Myra, wo bist du nur? Und was machst du mit mir? Und warum liegt hier keine Munition? Und wieso macht sie das jetzt mit uns? Wir wollen doch auch unser Kind beschützen. Mehr will ich doch gar nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich hier lang muss. Hier gibt es wieder mehr... sehr viele Möglichkeiten. Aber das war nix. Ach ja. Was auch immer da hinten liegt, kann ich es alles gebrauchen? Ja, doch, immer. Ich kann alles gebrauchen. Schießpulver... Wir werden erstmal produzieren.
Gewehr. Jawohl. So. Na, drei Schuss. Das ist doch alles ein Scherz, ey. Wieso kann ich hier raufklettern? Ach, hier hat er eine Lampe. Das vergesse ich immer. Was ist das? Na, Schluffi. Die Tür ist zu. Ich wollte erst mal ein bisschen gucken auf der anderen Seite. Verdammt, das ist doch hier Schlürfi-Schleim. Pass auf. Wir werden mal den nehmen. Okay. Das war bestimmt wieder Schlürfi-Schleim. Ich muss mal so ein bisschen auf meine Aufnahme gucken, ob das auch alles funktioniert. Da ist Myra. Myra? Es ist vorbei. Holen wir Lilly und verschwinden wir, bevor wir für immer hier festsitzen. Das will sie nicht, ne? Noch nicht. Wir bekommen unsere Familie zurück. Bitte. Ich weiß, du bist noch da drin. Ja, war klar. Hör auf! Verdammt! Du musst mir zuhören! Na, er kannte sie auch gar nicht. Was ist das? Sie kriegt eine Eingebung. Ich wusste. Myra, was ist los? Kämpf dagegen an! Da ist sie. Ich kann nicht. Ich muss Lilly beschützen. Das hast du schon, Myra. Stefano kann ihr nichts antun. Und Theodore auch nicht. Sie sind tot. Ja. Gut. Geh. Sebastian, sofort. Verschwinde. Nein, ich lasse dich und Lilly hier nicht zurück. Ein Eissturm. Hey. Nein! Myra! Scheiße! Na? Was hat sie nur vor? Da unten liegt was, das will ich haben. Folge Myra durch die Überreste von Union. Das will ich haben da hinten. Apropos haben. Bevor wir hier hinter Myra hinterher datteln, nehme ich hier erstmal ein bisschen was mit, ne? Guck mal hier. Alles Sicherung hier. Wobei das mit dem Strom, das hat bei dem anderen Typen funktioniert, ne? Licht aus, lieber. Ich dachte schon hier eine Scheibe. Ne? Ich dachte, ich könnte die Vase zerschlagen. Ich muss hier erstmal ein bisschen alles abluten hier. Ich brauche ja noch ein bisschen Wasche. Ach, hier kann die Treppen runtergehen. Schlüpfriger, schlürfriger, ich habe da schon einen Präzisionsflintenteil. Ah, das hört sich nach Spiechel an. Halten, wo ist der? Da, von meiner Nase. Was habe ich jetzt? Ach, Präzisionsgewehrmunition. Was ist das schon wieder? Hochwertige. Hochwertige sind gut. War das das, was ich auf der anderen Seite gesehen habe, als ich da oben stand? Irgendwie, ich glaube schon. So, bevor wir jetzt hier runtergehen und uns um Myra kümmern und ihr folgen werden, schlage ich vor, dass wir... Guck mal, da unten ist noch ein Köfferchen. Da kommen wir nachher ran, ne? Da kommen wir nachher ran. Können wir das hier schon so herstellen? Ne, wir können keine hochwertigen Sachen herstellen, ne? Ne, das können wir alles nur... Können wir hier schon... Ja. Einmal... Da haben wir nix. Gut. Also,
Bevor wir da runtergehen und die Kiste plündern und Myra folgen, verabschiede ich mich erstmal. Bis zum nächsten Mal, Freunde.